Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damiesh Grind. Gefühlt sind wir bei Folge 75.847. Ich hoffe, wir haben heute ein bisschen mehr Glück und er ist heute vielleicht dabei. Ja, gucken wir mal. Wir haben wie immer 10.33 Uhr. Also auf jeden Fall wie immer kurz nach 10:30. Ja, und dann würde ich sagen, halten wir mal gleich Ausschau, wie das hier aussieht. da haben wir einen kleinen Bock mit bei, ein Zweier, da haben wir einen Dreier mit bei. Ja, das war's. Mehr werden da, glaube ich, nicht mehr kommen. Das heißt, wir haben einen Dreierbock. Ja, das ist auch ein Weibchen. Ja, okay. Den haben wir erwischt. Der liegt. Wunderbar, dann können wir den nämlich schon mal einsacken und dann sollten die anderen beiden Gruppen ja auch noch kommen. Da ist der 2, ist der andere 2 nicht gerade abgehauen? Oh. Habe ich das wohl gerade falsch wahrgenommen? Na naja, gut, okay. Den haben wir und dann sollten da vorne eigentlich auch gleich schon die nächsten stehen, beziehungsweise die nächsten dann runterkommen. Ich würde sagen, wir sammeln den erstmal ein und gucken uns das Ganze dann nochmal vom Dreibein aus an. Ja, ich hoffe, ihr hattet soweit eine schöne Woche. Die 300 Abonnenten sind ja nun durch. Wir sind mittlerweile schon bei 304. Ich freue mich wahnsinnig. Geht super voran. Eieiei, Entschuldigung. So. Geht super voran, nachdem es ja erst wieder ein bisschen rückläufig war. Beziehungsweise stehen geblieben ist. Ja, ich freue mich. Ich bin wirklich total happy. Ihr seid super mit dabei. So, scheinbar ist das Ganze aber auch mehr von No Man's Sky gekommen, statt hierdurch. Aber egal. Schön ist ja dennoch, dass ihr als Abonnenten damit bei seid, wodurch und durch welche Spiele, für welche Spiele auch immer, irgendetwas... Ja, scheine ich ja dann doch weiterhin hier richtig zu machen. So, jetzt muss man eigentlich nur noch das dritte Rudel abwarten. Aber ich würde sagen, dafür gehen wir mal hier rüber. Haben wir die letzten Folgen dann ja auch gemacht. Und dann sollten auch die... Ja, gleich irgendwann hier auflaufen. Ja, sollten... da kommen sie. Ich wollte gerade sagen, sollten doch eigentlich dann jetzt kommen. Da sind sie auf dem Weg. Sehr gut. Dann brauchten die einfach nur einen Moment länger. Jetzt mal gerade gucken, ob ich sie wiederfinde.
Da kommen sie. So, bin gespannt, ob wir hier jetzt wieder einen vernünftigen Bock mit dabei haben. Wo sind denn die anderen jetzt hin? Nee, ein Bock ist noch nicht vorausgegangen. Das heißt, wenn, dann sollte er hier gleich auf jeden Fall noch erscheinen. Wir haben hier drei Weibchen. So, vier Weibchen. Da ist ein Zweierbock. Okay, da haben wir noch ein Weibchen. Ja, das reißt nicht wirklich irgendwas raus, ne? Nö, nee, Leute, da können wir dann auch von weg. Ich würde sagen, wir gucken uns das dort noch mal einmal schnell an. Ja, und Sonntag sind wir dann übrigens mit einem Livestream nochmal raus. Da ist der Uldi noch unterwegs. Das heißt, der Gemeinschaftsstream wird erst die Woche danach wiederkommen. Jo, auch hier haben wir keinen Bock mit bei. Wie gesagt, eigentlich eine ganz gute Geschichte, denn wenn hier alles voll mit Zweiern ist, muss der Great One irgendwann jetzt hier mit beistehen, ne? Oder wir haben halt noch ein paar große mit bei, wie Vierer, Fünfer. Alternativ die Masse an Dreiern, aber auch die haben wir ja nicht mit dabei. Da kommen auch keine runter, da stehen auch keine rum. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal runter und gucken uns das gegenüberliegende Ufer nochmal genauer an. Und scheinbar ist es ja so, dass wir dann bald eine neue Map bekommen. Es sollten jetzt eigentlich schon wieder einige Livestreams parat sein. Aber die guten Jungs hier sind immer noch unterwegs. Ich glaube, im Moment sind sie in Schweden in dem Studio unterwegs. Deshalb werden die ganzen Livestreams momentan ausgesetzt, die eigentlich geplant waren. Von daher, er macht ja momentan so irgendwie die Studiotour. Und ja, im Moment, ich glaube, es war wie Schweden. Ich glaube, da ist er momentan. Und alles macht auch daher und daher an, da dran anlehnend den Eindruck, als ob die nächste Map im großen Stil abgesprochen und besprochen wird. Er könnte ja auch vom Rhythmus wieder hinkommen. Das hätte ja jetzt April, Mai sein können, sein müssen, je nachdem. Also, ja, die Chance ist groß, dass wir uns da wahrscheinlich demnächst auf irgendwas freuen können.
Ich hoffe. Ich würde mich drüber freuen. Das Waffen-DLC, das letzte, war schon okay. War richtig gut, vor allem die Schrot. Hat mir sehr gut gefallen auf 150 Meter. Ja. Jetzt können wir dann hoffentlich auf ein nächstes DLC in Form einer Map hoffen. Fände ich mega geil. Und ich bin da total gespannt, was da kommt. So, da sieht das auch nur nach Zweiern aus. Da haben wir nochmal einen Dreier stehen. Ja, da haben wir nochmal einen Dreier stehen. Ja. Ja, Leute, da haben wir nochmal einen Dreier stehen. Das war's. So, da hatten wir den Dreier stehen. Hier ist noch alles easy und geschillt. Tja, Leute, was soll ich dazu sagen? Wir laufen jetzt rüber, sammeln den ein und zumindest ich wundere mich jetzt gerade immer weiter. Denn diese hohe Anzahl eigentlich hier von Zweiern und dann zwei Dreier, die wir jetzt hatten, ist echt ein bisschen wenig, ne? Da muss eigentlich alternativ auch echt noch was Größeres kommen, ne? Das war der andere Zweier, ja. Eigentlich muss da was kommen. Weil als Ausgleich für das, was wir letztes Mal noch geschossen haben, das war ja auch nicht ganz so viel, aber es war zumindest einiges, sollte hier heute auch noch was Größeres stehen. So, ach, das sind die Enten. Tja, ich glaube, wir können uns da wirklich heute überraschen lassen. Auch hier steht gerade nichts, ne? Schon relativ ungewöhnlich. Dicht gedrängt dafür die Enten da vorne am Ufer. Und ich glaube, das hier war auch nur einer derer, die wir da gerade eben schon gesehen haben. Denn die Fluchtrange beträgt ja immer nur um die 200 Meter. Und dann drehen die ja wieder um und das könnte gerade von der Zeit her eigentlich ganz gut gepasst haben, dass das einer der Rückkehrer ist. Ich dachte gerade, hier wäre irgendwas so im seitlich gehen, dachte ich gerade, da wäre was, aber nö, okay. Ja, das hätte sein können, dass das einer der diejenigen ist, die da gerade wieder zurückkommen von den Zweiern. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da nichts anderes verschreckt haben. Aber hier kommt auch gerade nichts Neues an, ne? Gar nichts. Schade, wenn ich mal bedenke, wie voll die Etappen da vorne eigentlich mal waren. Das war ja nicht allzu wenig, ne? Das war ja wirklich schon ordentlich, was wir da stehen hatten. Und auch dann viele Dias, ne? Vierer, Fünfer, über die ganze Zeit jetzt weg, über die ganzen Folgen, war wirklich schon einiges. Und das sind doch echt wenig geworden, ne?
Das sind echt wenig geworden. Von daher, irgendwo müssen wir eigentlich noch was Großes stehen haben. Und wenn es irgendwo ein Fünfer ist, der halt nicht der Great One ist, aber ein Ausgleich sollte eigentlich da sein. Für die Masse an Zweier. Ah, der steht wenn ziemlich nah, ne? Wahrscheinlich ist der auch gleich schon am Flüchten, bevor wir ihn sehen. Nee, Tatsache nicht. Da haben wir einen Vierer. Und das war's, ne? Da haben wir einen Vierer. So, 150er Nullung. Sollte ganz gut reinpassen. Der fällt. Und den haben wir, ja. Keine Ahnung, was mich hier gerade hingezogen hat. Aber scheinbar, war es die unbewusste, vollkommen richtige Entscheidung. So, haben wir nochmal einen Vierer hier von der Map runter. Den ich so echt null eingeplant habe. Auch diese Location. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so lange nicht mehr waren. Ich glaube, wir hatten die letzte Begegnung irgendwo hier vor. Irgendwo da vorne hatten wir nämlich die letzte Begegnung, genau. Und die war dann nicht ganz so pralle. Ja. Und jetzt haben wir sie schon wieder hier gehabt. Interessant. Interessant, okay. Ja, da haben wir auch nochmal dann dementsprechend Bonus. Bonus, mit dem ich gar nicht gerechnet habe gerade. Aber auch da haben wir dann zumindest nochmal einen Dreier und einen Vierer runter. Und das ist ja in jedem Fall schon mal wieder der richtige Weg. Aber ja, auch hier, ja, Zweier, ne? Wir müssten ja noch Zweier haben, waren hier nicht drei. Da haben wir den nächsten Zweier. Ja, es ist auch egal wie gerade dabei geblieben, ne? Was Großes haben wir da nicht bei. Jetzt können wir hier nochmal, ich bin gerade mal liegen. Doch genau, gegenüber liegendes Ufer. Da, genau. Da nehme ich gerade nochmal gucken. Aber das sieht auch das sieht auch blöd aus, auch nur Weibchen. Eigentlich habe ich es auch wieder befürchtet. Tja, schade. In dem Fall, ne, vorletzte Location. Gehen wir hier mal schnell gucken. Mein Gott, ich bin so gespannt, ne, wenn da die neue Map kommen sollte. Ob die ganzen, ja, Verdächtigen dann wirklich auch China mit abdecken, ne? Das wäre total geil, wenn das so in den asiatischen Raum im Allgemeinen gehen würde. Das wäre mega. Man könnte so viel machen. Das hätte so viel Potenzial. Auch mit den Beutetieren an sich. Ne? Da waren nur die beiden Zweier, ne? Und das ist auch dabei geblieben. Ja, da ist der zweite Zweier, genau. Okay, auch schon mal ganz gut. Irgendwo muss halt noch ein hoher Kandidat stehen, ne?
Hier haben wir ja so ein bisschen Glück gehabt, was das anging. Was haben wir da jetzt? Einen Zweier, einen Vierer. Ja, ein Weibchen. Und ein Dreier. Und ein Zweier, das war's. So, dann selbe Taktik. Wir laufen hier einfach noch ein bisschen weiter rüber, dass wir da hinten gar nichts verscheuchen können. Wir müssten gleich die spawnen und dann können wir hier nämlich problemlos rüber schießen. Jetzt haben wir den natürlich nicht ganz so sauber stehen, wie ich das gerne hätte. Wir könnten aber trotzdem reinkommen, denke ich. Erwischt haben wir ihn. Er fällt, den haben wir. Perfekt, perfekt. Den haben wir rausgenommen. Jetzt hoffe ich, der andere steht da hinten noch. Eigentlich stehen dafür die Chancen ganz gut. Okay, da haben wir keinen mehr. Genau, die stehen noch da hinten. Ich denke mal, der Bock wird da hinten gleich auch noch irgendwo mit Ball stehen. Da hinten ist er. Okay, ganz, ganz, ganz schlechte Position. Jetzt muss man mal gerade gucken, liegt er da? Ja, ne? Ja. Ob wir den nicht irgendwie gleich mal triggern können. Den haben wir schön in Gold. Könnte fast ausreichend sein. So, wir gehen mal auf den Caller. Ja, da haben wir Bewegung drin. Sehr schön. Der ist es, ne? Genau. Ja, da können wir sogar mit einer 150er Nullung dran gehen. Oh. Jetzt backt er hier aber ein bisschen rum. Okay, den haben wir liegen. Dann würde ich sagen, laufen wir rüber, sammeln den einmal ein und dann haben wir ja schon gleich unsere letzte Location am Start. Wir haben aber Zeit. Wir liegen echt gut dabei. Ich würde da gern gleich nochmal an den einen See im Westen rübergehen. Und da nochmal an der südlichen Position noch einmal rüber gucken wollen am Strand. Ich denke mal, da im Norden sollte nicht großartig was Neues sein. So, hier war ja gerade eben gegenüberliegend nichts und das will ich erstmal checken.
gut, Leute, das ist dabei geblieben. Also gehen wir hier noch einmal rüber. Wow, Baby. Da haben wir nochmal einen schönen Vierer mit bei. Das sind Zweier. Den Vierer, den nehmen wir natürlich nochmal mit. Ja, den kann ich da nicht stehen lassen. Ja, Leute, auch der liegt. Schnell einsammeln und dann gehen wir an den doppelten See und versuchen da für die Folge unser nächstes Glück. Ja, ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass hier vielleicht doch noch mal einer nachkommt. Da hat mich mein Gefühl ja nicht ganz veräppelt. So, irgendwo da vorne müsste er liegen, ne? Da ist er doch schon, ne? Jawohl. Jawohl, das hat gut geklappt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier direkt rüber. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hier natürlich der obligatorische Blick. Und wir wissen ganz genau. Hier ist nichts. Bis zu dem Moment, wo wir hier gleich sitzen und dann stehen sie da vorne alle, woher sie dann auch immer gekommen sind. Nope, 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 nope. Das sind nur Zweier. Das war auch ein Zweier, genau. Der stand auch schon beim letzten Mal damit bei. Da haben wir noch ein Zweier. Da haben wir ein Dreier, Freunde, und das war's. Das war's. Da sind es nach wie vor die beiden Zweierböcke und ja, da steht auch nichts. Hier kommt auch nicht noch irgendwas an, oder? Nö. Leute, das war's. Das ist echt heftig. Echt heftig. Was haben wir jetzt? Vier Dreier und zwei Vierer? Oder so? Echt wenig, ne? Wirklich wenig. Dafür, dass so extremst viele Zweier damit bei sind. Dafür ist es wirklich wenig. Der hat aber auch gut gesessen gerade, ne? Ja, krass.
Es ist echt Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Mega. Nur die ganzen Lowies und eine ganze Menge Weibchen, wahrscheinlich einfach auch zu viel Weibchen, keine Ahnung. Also, vielleicht müssen wir da zwangsläufig noch mal ein paar rausnehmen. Aber dann möchte ich erst noch mal ein bisschen eine Runde warten und mir das Ganze dann wirklich noch mal ansehen. Beim reinen Grind hilft es ja immer dann auch mal die Weibchen drastisch zu reduzieren, um dass dann halt auch da die Böcke wieder spawnen. Ja, beim Herdenmanagement natürlich dann der allerletzte Ausweg. Ja, aber auch den haben wir safe in Silber. Ich möchte hier gerade nochmal rüber gucken. Jetzt sind die da vorne auch da. Wenn, dann steht das Männchen hier rechts und bleibt beim Zweier, ne? Leute, das war's. Was soll ich sagen? Das ist echt krass. Oder? Auch hier unverändert, ne? Auch da unverändert. Ja, Leute, krass. Damit würde ich sagen, sind wir in dieser Folge auch schon wieder mit raus, ne? Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo. Ich würde mich darüber freuen und ihr würdet mich damit auch riesig unterstützen. Ja, wäre geil, wenn ihr beim nächsten Jagdausflug wieder mit dabei seid. Fände ich klasse. Und von daher würde ich sagen, macht euch einen schönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird so wie versprochen richtig gut mit Sonnenschein. Ich hoffe, das ist bei euch allen so angesagt. Ja, und damit würde ich sagen, ja, macht euch einen schönen Feierabend am Freitag und genießt das Wochenende, Leute. Wir sehen uns am Montag wieder. Wenn ihr Bock habt, bis dahin macht's gut, bleibt gesund und ciao.